Wir haben nach dem Gegentreffer zum 1-0 sicher dann in der Situation mit dem Freistoß, der nicht gut reinkommt, eigentlich viel zu kurz ist, zu flach ist. Und mit der guten Reaktion von Sebastian Schachten und mit der Lösung dann in der Situation, wie er das Tor macht, einfach das Glück gehabt, weiter am Spiel teilnehmen zu können, zu dürfen. Ich glaube, dass es dann schwer geworden wäre, nochmal ranzukommen. Ich glaube, dass wir dann, so wie mein Kollege gesagt hat, sicher hätten auflösen müssen, Räume hergegeben hätten und es für uns schwierig gewesen wäre, das dann nochmal zu drehen. So hatten wir Glück und ich denke aber, dass in den letzten Heimspielen gegen Köln beispielsweise wir sehr viel Pech hatten, dass wir gegen Karlsruhe hier zu Hause auch sehr viel Pech hatten und unglücklich verloren haben und auch gegen Bochum, obwohl wir kein gutes Spiel gemacht haben, auch Pech in der einen oder anderen Situation hatten, sodass wir es heute uns vielleicht einfach auch mal verdient haben, so einen Rückstand zu drehen und so ein Spiel auch zu gewinnen.